Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kloß im Hals. Folge, ich habe gar keine Ahnung mehr. 76, 7, 8, 9, 80, vielleicht Folge 82, vielleicht auch nicht. Also 182. Ist doch jetzt wieder genau der gleiche Bug, sobald du einmal im Spiel geladen hast, beim nächsten Start des Spiels hat er wieder dieses Inhalt. Aber tatsächlich, wie bei Dingstart, es geht jetzt wesentlich schneller. Und das war ja auch eins der Änderungen, die sie gesagt haben bei 140, dass sie genau die meinten irgendwie, es hat damit zu tun, dass sie diese Maps generiert, diese Aufträge generiert werden müssen, beim Start des Spiels oder so. Und das soll wohl extrem optimiert worden sein. Also die haben geredet von Faktor 30 oder so. Gut, Faktor 30 sehe ich jetzt hier nicht, weil dann wäre es ja wirklich fast instant, so, nach 2 Sekunden oder sowas. Weil es hat davor ja ungefähr immer eine halbe Minute gedauert. Naja, nicht ganz eine halbe Minute, aber gefühlt schon. Und ja, bei Faktor 30 würde es bedeuten, dass es jetzt nur noch eine Sekunde dauert. Das waren jetzt immerhin wieder so 5 bis 6 Sekunden, wenn ich den Graph gerade so richtig interpretiere. Weil ich sehe es ja mal bei mir bei der CPU-Auslastung. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist fett optimiert worden. Also, es ist jetzt nicht mehr störend. So, man merkt es zwar noch, aber es stört nicht mehr. Und das war halt der springende Punkt damals. Habe ich auch gesagt, ne? Wenn ab und zu mal lädt, easy, überhaupt kein Problem. Aber man darf halt nicht davor sitzen und anfangen, sich zu langweilen. Weil dann kommt dieses Gefühl, dass es einfach stört. Und das ist jetzt nicht mehr da. Und damit perfekt. Genau so muss das sein. Gut, dass der Bike da ab und zu so ein bisschen rumzappelt, ist natürlich ein bisschen witzig. Was macht der Balken da hinten? Penetriert er gerade seinen Rahmen oder? Holy moly. Das sah gerade sehr erregend aus. Da wird man sich ja glatt dabei gewesen zu sein. Da kommt sie vorbei. Los. Dankeschön. So, achso, erstmal hier direkt Musik anmachen. So, dann müssen wir wieder schön diesen Schlafplatz suchen. Ich meine, jetzt haben wir so schön Sonnenuntergang gerade. Können noch ein bisschen Sonne genießen. Aber die Sonne hält A nicht mehr lange und B, wie gesagt, unser Bett ist schon relativ voll. Wir sollten also definitiv bald Schlafplatz finden. Wow, die Schilder sind aber auch neu oben, gerade das mit dem Speedlimit 55. Das ist auch neu gewesen. Das war ja mal richtig geil gerade. Diese Sonne, Alter. Oh, ist das geil. Gut, eigentlich dürfte jetzt die Sonne ist gerade hinter den Wolken, dürfte gar nicht mehr so hell scheinen. Aber gut. Geil aus, tut's trotzdem. Im linken Rückspiegel sieht man es ja auch ein bisschen. Wie krass geil korrekt das aussieht.
Oh, schon wird's dunkel. Gut, ist noch so dunkel, man erkennt gar nicht das Licht. So, jetzt muss das Licht an sein. Jetzt ist alles aus. Jetzt nur Dashboard an. Und jetzt alles an. Auf Scheinwerfer alles so oder nicht? Keine Ahnung. Das erkennt man nicht. Wobei ein Scheinwerfer das Licht eigentlich schon erkennen müsste. Wenn ihr ein Bett habt, gerne. Ah, das sieht nicht so aus, ne? Hat er leider nicht. Boah, Alter. Holy shit, sieht das geil aus. Vor uns auch diese Wolke, Alter. Das ist ja krank. Wow. Mal an. Ein junger, neuer Tag. Und wieder 180.000 Euro. Mensch, das Geld, das rappelt nur in der Kiste. Was? Nur so rein. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt dafür gebraucht haben. Haben wir mittlerweile ein paar neue? Nö, nicht wirklich. Und immer noch 17. Hm. Ah, geht immer noch mit 46.000 los. Meilen gefahren bereits. Not bad. 17.000 Meilen, ich darf gar nichts. Oh, 3.000 ist so schon ein bisschen mehr. Egal, die beiden hier sind ja beides noch was Neuwagen. Wie können die denn schon so viel Schaden haben? Ist da noch Ronny mitgefahren oder was? Ist ja abartig. Und wenn ich mal so unsere Gewicht angucke, so, die haben alle. Vielleicht da schon viele mehr. Mal gucken, was eigentlich jetzt die Sterne alle sagen. Immer noch alle 5 Sterne, okay, gut. Scheint also doch relativ lange zu halten. Sehr gut. Wobei die beide noch 0 Meilen? Hey, was ist denn da los?
Leute, fahrt doch mal, oder was? Ist das mittlerweile Stunden vergangen? Warum fahren die Bugs gerade nicht? Solche Opfer. Wie kann ich schon 2,5 haben? Ja, der Junge hat kein Konzept, wie man fährt. Der findet wahrscheinlich das Gaspedal nicht oder sowas. I don't know. Na, kann er den mittlerweile Fernfahrer machen? Du auch? Ich soll mal überhaupt hier unsere Fahrer alle überprüfen. So, ihr seid alle ausgeglichen. Aha, du kannst ausgeglichen machen. Ausgeglichen. Ausgeglichen. Fernfahrer. Fernfahrer. Na, Fernfahrer. Ja, so ist gut. Okay. Na dann, let's go. Die Autobahn ist schon wieder so leer. Sag mal, da hinten ist ein Auto. Nee, ein LKW. Oh, doch, ein LKW. Ist ja nicht wahr hier. Und da setzt sich wieder der Nebel ein. Tja, wir brauchen wieder, wir müssen jetzt auch was mit Tank, ne? Der geht jetzt schneller leer als früher. Das verstehe ich nicht. Warum der SCS-Software nicht noch eine Version gemacht hat mit Midlift und 300 Gallonen. Aber wie gesagt, der Platz ist da. So, ich meine, die Tanks sind halt diesmal kleiner geworden. Also ich verstehe sowieso nicht, warum der jetzt weniger Tank hat als davor. Das. Hm.
Ich glaube, da muss SES-Software noch ein bisschen mehr lernen, so den Zusammenhang zwischen dem, was man sieht, und dem, was vorhanden ist, herzustellen. Ne, dass wenn die Karosserien machen mit weniger Sprit, dass sie dann auch tatsächlich die Behälter kleiner machen. Oh, muss jetzt überholen? Hätte gesehen, dass wir geblinkt haben. Was ist los mit dem? Mal schöner Auflieger. Wow, Dubstep. Ja, dieser Drecks-LKW, Alter. Der hätte ruhig mal einfach mal warten können. Das war gerade echt eine unangenehme Situation. Links überholt einer, rechts will der LKW rein. Da kannst du echt nur auf die auf die Hupe treten. Die Hupe betätigen und auf die Bremse treten. Mehr kannst du da gar nicht mehr machen. Und dann hoffen, dass einer von den beiden von dem jeweiligen Plan ablässt. Das ist ja Bullshit.
Die My cute little face. Ah, geile Brücke. So eine Brücke will ich bitte auch haben. In meinem Wohnzimmer. So, ich hoffe, wir können links bleiben. Sieht aber so aus. Ja, okay. Oh, eine sich verengende verengendere Fahrbahn. Verengenden. Irgendwas. Da, die drücken jetzt natürlich wieder rum. Wir müssen hier mal lang. Dankeschön. Ach, die Passage schon wieder.
Ein bisschen weiter links gezogen. Hörchen, dann würde ich mal sagen, machen wir für die Folge Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.